Hallo Leute, ja, wir sind hier unterwegs und haben diesen LKW letztes Mal beobachtet, der da Pakete durch die Gegend fahren sollte. Allerdings sind die 32 Pakete schon bei der ersten Haltestelle wahrscheinlich verschwunden. Das heißt, ein LKW macht es da vielleicht am Ende auch nicht, aber wir müssen gucken, wie die Produktion bei den anderen Positionen ist, ne? Kann natürlich sein, dass da auch nicht so viel läuft, dann wäre der eine LKW erstmal richtig. Aber da müssen wir mal schauen, dass das besser wird. Weil hier, wenn ich diese Sache angeklickt hatte, da konnte man ja sehen, Diagramme hier. Er hat abgeliefert 5, glaube ich. Ne? Wo sieht man das denn? Und 2000. Ah, ne, das ist das Jahr. Ach so, das war. Oh, ich habe letztens hier irgendwie diese 2062. Im Jahr 2062 hat er 5 abgeliefert. So sieht das aus. Ich dachte, das wäre das, was die fordern. Aber dann sind wir schon so weit fortgeschritten. Alles klar. Gut, schaut's Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm. So, wer fährt denn hier? Der bringt was? Nix, auch gut, ne? Die brauchen ja das Eisen eigentlich und das Kunststoff. Und wenn er mit nix kommt, dann ist es auch schlecht, ne? Wo steht er denn hier unten? Und da kommt es angeliefert ja, hier liegt doch was. Warum nimmst du es nicht mit? Okay, 3 Tonnen nur. Wie kommt das nur an hier? Das ist die Frage, ne? Die Linie 54 war der Kunststoff. Das heißt, das Eisen muss woanders wegkommen. Wo kam das her? Hier irgendwo, ne? Hier war doch irgendwo, ne, da ist Öl. Ach, das macht so einen ganz weiten Weg, ne? Okay, dann müssen wir nochmal hier rein. Linie 28 war das mit dem Eisen, ne? Ja. Linie 28 kommt von, oh, da ganz hinten irgendwo weg. Und das ist noch, glaube noch nicht mal. Hier wird noch umgeladen, ne? Kann das sein? Hier, da kommt der nächste Eisenzug wahrscheinlich. Genau, mit 120 Eisen. Ich glaube, wir haben eine neue Aufgabe. Wir müssen hier diese Strecke weiter erschließen mit dem Zug. Hier bis dahin würde ich auf jeden Fall fahren wollen, bis nach Dörren. Okay, wie viel Geld haben wir? 158 Millionen. Das muss ja auch gehen, ne? Oder? Das heißt, wir werden hier hinten lang fahren. Da ist ja noch der Anschluss. Gleise, schnelle Gleise. Und dann fahren wir hier lang. Dann geht's nicht mehr, aber da geht's noch. Okay, man kann außerhalb der Strecke auch bauen oder was? Ja, das ist ja geil, oder? Ja, komm, das machen wir weg. Das gefällt mir nicht. Das möchte ich nicht so haben. Warum fällt das jetzt nicht runter? Und das auch noch weg. Wahrscheinlich müssen wir das auch noch weg haben dann. Gut, das fährt dann so. Okay, das ist natürlich schlecht wegen der langgezogenen Kurve, ne? Müsste man rein theoretisch noch ein Stück wegnehmen da vorne, damit er schneller fahren kann, ne? Okay. Oh, der baut dann Tunnel. Und dann lassen wir doch einen Tunnel bauen, oder? Wo müssen wir hin? Hier unten. Okay, mehr große Kurve. Oh, da fängt da eine Brücke an. Das will ich ja auch nicht, ne? Wo ist denn keine Brücke? Da ist auch eine Brücke. Da wäre keine Brücke und 300 km/h. Okay, wir müssen noch hier durch das Tal. Können wir drehen die Karte? Ja. Ich glaube, so geht schon. Und dann vielleicht so. Oh, das ist schlecht gelaufen, ne? Aber nicht so, mein Freund. So nicht. So nicht. Vielleicht doch schlecht. Das letzte Stück reißen wir besser nochmal ab. Nochmal auf ein neues.
Ja, 300 km/h, so geht doch. Dann geht er hier halt mit dem Tunnel durch, dann ist das auch okay mal. Geht auch vom Preis her, ne? Ups, jetzt habe ich die falsche Taste erwischt. Und jetzt wollen wir hier, was sind das für ein Hersteller? Kohle oder sowas, hä? Ja, könnte Kohle sein. Ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn man hier anhält zum. Sag schon. Ja, vielleicht müssen wir hier einen Bahnhof dann hinbauen. Nochmal weg. Gebäude. Lass uns hier einen Bahnhof hinbauen. Durchgangsbahnhof mit 4 Gleisen. Drehen wir. So rum. Ja, wohl. Ja, komm, passt schon. Machen wir so hin. Sieht zwar jetzt nicht toll aus. Ist die enge Kurve, ne? Ja, geht. Machen wir so. Lassen wir erstmal so. Und hier ist er ja schon recht tief. Dann kann er eigentlich unten bleiben, oder? Kann man hier denn dann da runter? So, genau so. Aber geht noch nicht. Noch zu hoch. Das heißt, dieses Stück muss ich doch noch mal einmal anpacken. Noch mal löschen. Brücke ist doof, weil wir schon tief sind. Krümmung zu groß, ja, habe ich mir gedacht. Sollst du ja eigentlich auch nur ganz geradeaus fahren. Tiefer geht nicht. Na super. Und jetzt geht er durch. Bitte lass ihn jetzt durchgehen. Kollision. Immer Kollision. Das ist doch doof, oder? Wieso kann er da nicht gerade einen Tunnel runterbauen, ey? Ah. Voll doof. Passt erst. Das heißt, ich muss die Straße hochheben hier. Ah. Naja, die ist ja auch gebaut, so ganz schlängelig, ne? Landstraße, vierspurig. Und eine Brücke. Nee, aufrüsten wollte ich nicht. Ich wollte nur eine Brücke. Nee, machen wir anders. Weg. So kommt die. Und dann muss die so. Nee, das ist auch nicht richtig. Ich wollte die so. Mal weg. So. Wieso kriegen wir da jetzt keine schöne Kurve hin? Was ist das für ein Tool hier? Busspur. Das wäre für mich jetzt eine Kurve gewesen, ne? Okay, so geht's wohl. Passt. Ja. Jetzt wieder gerade. Passt. Jetzt wieder runter.
hast, oder? Passt. Und hier jetzt da drauf. Passt. Und jetzt Bagger. Weg ist es. Straße ist wieder gerade. Ihr seid hier falsch. Fahrt weg. Fahrt woanders lang. So, und dann Brücke drehen. Oh Gott, was haben wir da gebaut? Und wieder hier, zack, Kollision, ne? Ist immer am geilsten, oder? Ich glaube, das haben wir ja auch falsch gemacht mit der Brücke, ne? Hätten wir vielleicht eine andere Konstruktion wählen müssen, ne? Da konnte man bestimmt sagen, welche Steinbrücke das wird oder sowas. Oder? Nee, doch nicht. Geht wohl nicht anders. Straße ist 100 km/h schnell, dann passt das schon. Dann ist das schon richtig. Okay. So, nach Dören haben wir gesagt, wollen wir landen. Wir sind schon hier. Das heißt, wir machen einen Sackbahnhof hin. Gütersackbahnhof ist das, ja. Vier Gleise ist schon richtig, aber wir hätten natürlich mal die Länge größer machen müssen, ne? Okay. Zack, machen wir dahin. Und dann sehen wir, dass das, na doch, könnte klappen. Knapp kann es gehen. Er muss ja sowieso beim Bahnhof langsamer werden, ne? Ist das so richtig gelaufen? Nö. Eine Kreuzungsweiche. Voll gut. Jetzt hat das geschnallt. Ne, hier war es. Da und bitte hier drauf fahren. So. Dann geht das erstmal. So, das heißt, der Zug kann jetzt von da hinten bis nach da fahren. Na, ich glaube, so war unsere Ansicht. Und dann brauchen wir nur noch von hier nach da fahren und nach da fahren. So wollte ich es haben. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Vielleicht hätten wir noch weiterfahren müssen, aber dann hätten wir hier so eine starke Kurve am Berg gehabt. Wäre vielleicht nicht so passend gewesen. Schauen wir mal. Okay, ich würde sagen, für die Folge soll es auch erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne die Videos auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.